So, heute die Harzer V-Knaller von Lico, beziehungsweise hergestellt in Deutschland von V, sprich Pyrotechnische Fabrik Apel und Uftrungen. Ja, ist schon ein bisschen älter. Ja, hier noch mit dem alten Nico Hahn, beziehungsweise Moog Nico Hahn. Ja, Nico Feuerwerk Logo auch schon etwas älter, älteres VPI Logo. Gewicht ca. 80 Gramm. Logischerweise in Klasse 2 eingestuft. Und hier steht es nochmal: Original Harzer V-Knaller mit superlauten Knall. 20 Stück. So, hier nochmal ein einzelner im Detail: Rote Reibkopfböller. Hier steht es ja nochmal: Harzer V-Knaller in Klammern Knallkörper. Auf dem Böller selbst zu sehen nochmal der Moog Nico Hahn sowie das ältere Nico Logo. Ansonsten Gebrauchshinweise: Vorn ein gelber Reibekopf, an sich ziemlich gut verarbeitet. Auch hier nirgendwo eindrückbar. Und auch hinten die Warnung ist ziemlich akzeptabel.